Der Schnelltest, meine Damen und Herren, wir fangen an in Deutschland mit einem etwas kleineren Wert, Nemetschek. Was ist mit der Aktie zu tun, Herr Kantin? Das ist ein Softwarekonzern, eher so aus dem Bau- und Architekturbereich. Hat jetzt ein starkes Schlussquartal geliefert, die eigenen Prognosen übertroffen. Das organische Umsatzplus hat bei 10% im vergangenen Jahr gelegen. Das EBITDA ist um 23,5% gestiegen. EBITDA-Marge war ebenfalls über der eigenen Prognose. Allerdings sollte man die Entwicklung nicht auf 2015 fortschreiben. Schon jetzt im laufenden Quartal werden neue Investitionen für das Projekt 5D auflaufen. Die Aktie ist dennoch auf den Allzeithoch gestiegen. Ich würde da jetzt auch erstmal eine Konsolidierung abwarten und dann kaufen. Okay, also gleiche Ausgangslage wie bei Daimler. Tom Taylor schreibt wieder schwarze Zahlen. Ja, hat sich jetzt vom rückläufigen Trend der Textilbranche abgekoppelt. Die gesenkte Prognose für das vierte Quartal wurde erreicht und erstmals seit der Übernahme von Bonita im Jahre 2012 dürfte man jetzt 2014 wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt sein. Aktie hat jetzt zuletzt deutlich zugelegt. Da würde ich jetzt nicht hinterherlaufen, erstmal ohne Position abwarten. Wie sieht es bei Kiagen aus? Läuft man da auch hinterher? Da braucht man weiterhin ein bisschen Geduld, obwohl der Kurs eigentlich gut gelaufen ist. Die Restrukturierungskosten und ungünstige Wechselkursentwicklung, die haben 2014 zu einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses geführt. Auch die negativen Effekte aus dem Preiskampf in den USA auf dem Markt für HPV-Früherkennung, die dürften jetzt allerdings im Laufe des Jahres langsam auslaufen, also ein bisschen Entspannung von dieser Seite. Insgesamt gute Fortschritte im laufenden Transformationsprozess des Unternehmens ist mindestens eine gute Halteposition. Wir kommen zu dem Unternehmen, dem Mario Draghi seinen Spitznamen Super Mario verdankt, Nintendo. Ja, war einstmals ein Highflyer an der Börse wegen der gefeierten Spielekonsole. Seit ein paar Jahren läuft es jetzt nicht mehr so gut. Zuletzt weiterhin schwache Kursentwicklung. Der Verkauf der Spielekonsole 3DS, der verläuft weiterhin zäh. Und im vergangenen Jahr gab es einen Gewinnrückgang von 50%. Der schwache Yen, der dürfte sich zwar deutlich entlastend auswirken, aber ob das die operativen Probleme völlig kompensieren kann, das steht noch in den Sternen. Weiterhin kein Kauf. Vielleicht braucht auch hier Super Mario eine große Bazooka. Wir werden sehen. Wir kommen in die USA, UPS. Da gab es im vierten Quartal einen Gewinnrückgang von 60%. Man hat ja das Zustellnetz ausgebaut, um das Weihnachtsgeschäft schultern zu können. 2013, Weihnachten, hatte man ja viele Pakete nicht pünktlich zustellen können. Das wollte man nicht auf sich sitzen lassen. Da sind jetzt aber die Kosten etwas aus dem Ruder gelaufen. Ursprünglich 500 Millionen Dollar wollte man investieren. Jetzt sind es 200 Millionen Dollar mehr geworden. Die Zahlen für das vierte Quartal, die haben allerdings die Erwartung getroffen, aber die Prognose für das laufende neue Geschäftsjahr, die hat enttäuscht. Der Kurs ist seitdem um 15% gesunken. Zunächst gibt es da wenig Fantasie, Finger weg. Also im Vergleich zum Berliner Flughafen sind die Zahlen doch nicht so arg aus dem Ruder gelaufen. Aber wir kommen zum anderen Unternehmen, was auch kräftig investiert hat, aber trotzdem jetzt gute Zahlen geliefert hat. Amazon. Und zwar überraschend gute Zahlen. Da gab es einen überraschenden Quartalsgewinn von 214 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie, der übertrifft mit 45 Cent die Erwartung von 18 Cent um mehr als das Doppelte. Aktienkurs hat in der ersten Reaktion sofort um 14% zugelegt. Ja, dass das Unternehmen jetzt aber den ersten Jahresverlust seit 10 Jahren gemacht hat, das wurde dann geflissentlich ignoriert. Aber die Kritik der letzten Monate am dynamischen, aber weitestgehend gewinnlosen Wachstum, die dürfte an der Konzernleitung nicht ungehört vorübergegangen sein. Die Investitionen in den kommenden Quartalen, die dürften wohl etwas zurückgefahren werden, um die Anlegerschaft zufriedenzustellen. Die Anleger sind es mittlerweile leid, permanent einfach nur Umsatzsteigerungen hinzunehmen und Marktanteilsausweitungen, aber dass sich das in Gewinn nicht auszahlt, das ist man nicht mehr bereit hinzunehmen. Aber das kann man eigentlich ganz gut tunen. Jeff Bezos wird das ganz gut hinbekommen, dass die Aktionäre jetzt in Zukunft auch zufriedener gestellt werden. Und dann werden auch pro Quartal ohne Probleme Gewinne von mehreren 100 Millionen Dollar möglich sein. Ich rechne schon bald mit neuen Allzeithöchstkursen, ist ein klarer Kauf. Okay. Dann kommen wir zum finnischen Unternehmen Nokia. Da gab es solide Zahlen für 2014, die Erwartungen wurden übertroffen, allerdings die Dividendenerwartung, die konnte nicht ganz gehalten werden. Nokia profitiert allerdings von einem brummenden LTE-Geschäft in Nordamerika. Aber da es doch eine Enttäuschung bezüglich der Dividende gab, ist der Kurs so in den letzten Tagen doch zurückgekommen. Meines Erachtens eine gute Einstiegsgelegenheit. Okay, dann haben wir noch Infineon.
ist ein Profiteur des starken Dollars. Der Gewinn- und Umsatzrückgang im traditionell schwachen vierten Quartal war deutlich weniger stark als erwartet. Es gibt einen Rückenwind durch den festen Dollar, der auch 2015 weiter anhalten wird. Die bisherigen Prognosen, die basierten auf dem Euro-Dollar-Kurs von 1,30 und jetzt hat man neue Prognosen gemacht, die basieren auf einem Euro-Kurs von 1,20 und diese Prognosen sind natürlich höher. Das heißt, ich würde jetzt einen kurzen Rücksetzer abwarten und dann kaufen.